Hallo ihr Lieben, heute ein aktuelles Thema, weil ich mich erkältet habe. Und ja, es ist mir ein sehr wichtiges Video, weil viele denken, wenn man sich gesund ernährt, dann ist man auch immer gesund. Oder man sieht auch manchmal YouTuber, die sagen, ja, trotz meiner veganen Ernährung habe ich mich jetzt erkältet und ich habe es jetzt eingefangen. Ich hatte letztes Jahr auch ein Gespräch mit einer etwas größeren YouTuberin, wir wollten gemeinsam ein Video machen. Und sie hatte sich irgendwie in der Zeit eine Erkältung eingefangen und dann wollte sie das Video dann doch nicht drehen, weil ihr das vor ihren Zuschauern unangenehm ist, dass sie sehen, dass sie ja, krank ist, trotz gesunder Ernährung. Mir ist es wichtig, dass meine Zuschauer das wissen, dass man trotz gesunder Ernährung auch krank sein kann. Und es ist schwierig zu erklären. Also wir leben auf der Erde, nicht im Paradies, wo alle gesund sind. Hier gibt es Gesundheit und Krankheit, ja, also es liegt beides ganz nahe beieinander. Und Krankheit ist ja nicht etwas Schlimmes, es ist ja völlig was ganz Normales. Und egal wie gesund du dich ernährst, krank werden kann jeder. Und vor allem Menschen, die jetzt in der Stadt leben, wie ich lebe ja mitten im Chemielabor sozusagen, ja, bei mir um die Ecke ist so eine Chemiefabrik, die alle 2 bis 3 Tage Alarm schlägt, weil irgendwas wieder in der Luft ist und wir müssen die Fenster zumachen, ja, und da kannst du dich noch so gesund ernähren. Aber es hat nichts damit zu tun. Es herrscht, also wenn im Körper eine Dysbalance herrscht, dann wird er krank, völlig normal. Und so erstmal dazu, also ich habe schon einige Kommentare bekommen, du trinkst da täglich deinen grünen Smoothie und ernährst dich so gesund und bist trotzdem krank geworden. Guck mal. Wenn man sich gesund ernährt, sorgt man dafür, dass der Körper leistungsfähiger ist. Ja? Man kann sich besser konzentrieren, man ist auch gut gelaunt, du hast keine Depressionen. Ja? Die Ernährung hat auch viel mit Depressionen zu tun. Du hast sehr viele Vorteile. Okay? Und viele Menschen, die krank sind, wissen gar nicht, dass sie krank sind. Ja? Es gibt sehr viele Menschen, die haben verschiedene Beschwerden, setzen es aber nicht gleich mit einer Krankheit. Und solange man nicht weiß, wie schön es ist, gesund zu sein, dann kann man die Menschen nicht verstehen, die sich gesund ernähren und wirklich sich gut damit fühlen. Die können das dann nicht verstehen, weil die sagen, ja, mir geht's doch gut. Haben aber ständig irgendwelche Schmerzen oder irgendwelche Beschwerden. So, jetzt habe ich den Faden irgendwie verloren. Aber was ich jetzt merke, seit ich mich gesund ernähre, dass wenn ich krank werde, wie jetzt in dem Fall, ja, ich bin bis jetzt 2-mal krank geworden, während ich die letzten 3 Jahre mich gesünder ernähre als sonst. In diesen letzten 3 Jahren bin ich 2-mal krank geworden mit Fieber, wo ich im Bett lag. Dieses Mal war es auch so, dass ich ja, plötzlich Fieber bekommen habe und mein Mann war im Fitnesstraining. Ich habe ihn angerufen, bitte komm, kümmere dich um die Kinder, es geht jetzt gerade gar nichts mehr. Ich habe mich ins Bett gelegt, habe 4 Stunden ungefähr dann geschlafen, bin aufgestanden, mir ging es halt nicht so gut. Es war beim letzten Mal auch so. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich schneller gesund werde. Früher habe ich immer eine Woche gebraucht, bis ich aus dem Bett rausgekommen bin. Diesmal dauert es einen Tag. Ich habe dann dieses Fieber, ich habe Schüttelfrost. Ich trinke halt sehr viel, esse so gut wie nichts und liege dann einfach nur im Bett oder halt mit den Kindern. Ja, wenn man Kinder hat, ist es schwierig, nur im Bett zu liegen. Weil letztes Mal hatte mein Mann gearbeitet, da war ich allein zu Hause. Das war dann ein bisschen schwierig. Aber ich habe mich am nächsten Tag regeneriert. Das war dann alles wieder in Ordnung. Das wäre nichts gewesen am Vortag. Aber dieses Mal zum Beispiel, heute ist der 3. Tag von meiner Erkältung oder Grippe oder was auch immer ich habe, ich weiß es nicht. Mein Problem war, ich hatte mich jetzt vor 3 Tagen ne, ins Bett gelegt und alles. Mein Mann kam, hat sich um alles gekümmert, hat auch ein Abendessen vorbereitet. Ich musste nichts machen, habe wirklich nichts angefasst. Und dann ging es mir schon besser. Und abends saß ich bis um 3 Uhr morgens dann am Laptop, weil ich bei der Homepage noch was machen wollte. Könnt ihr übrigens reinschauen, mamifit.com, ich blende es euch nochmal ein. Die ist fertig, aber es gibt halt immer noch einiges zu verbessern. Ja, dann saß ich bis um 3 Uhr morgens da und muss am nächsten Tag um 7 Uhr morgens aufstehen. Um die Kinder fertig zu machen. Und 4 Stunden Schlaf reicht nicht, wenn man krank ist. Das ist ja viel zu wenig. Und das muss man dann halt auch nochmal beachten. Ja? Man kann sich nicht nur auf die gesunde Ernährung verlassen und sagen, ja, ich ernähre mich doch gesund. Ich wusste, dass es nicht so gut ist, aber ich dachte, gut, es wird mir trotzdem gut gehen. Am nächsten Tag ging es mir sehr schlecht. Ja? Ich hatte dann die paar Stunden geschlafen, musste morgens früh aufstehen, habe schon gemerkt, oh, Kopfschmerzen, was ist los? Ich habe die Kinder fertig gemacht, habe sie aber nicht in den Kindergarten gebracht, nur den Großen in die Schule und dann die anderen beiden zu Hause.
Und es ging mir zwar ein bisschen schlecht, aber ich dachte, gut, jetzt muss ich das, was ich gestern verpasst habe mit dem Haushalt, muss ich heute alles nachholen. Habe so viel gemacht, ohne Plan. Einfach mal das, was so halt, die Wäsche, die ich vorher nicht gemacht hatte, und alles in einem Tag gemacht, ja. Und ich habe mich nicht hingesetzt. Den ganzen Tag war ich wie so eine Biene, nur am Rumfliegen und habe alles gemacht, was so anfiel. Und abends war ich dann K.O. Und mein Körper ist ja, wenn man die Tiere beobachtet, ja, die Löwen zum Beispiel, guck mal, wie stark die sind. Oder andere Tiere, die jagen und rennen und sind sehr stark. Und du siehst, wie die rennen und dann auf das andere Tier fressen. Aber danach haben die immer Ruhepausen. Also, wenn man Naturfilme sieht, kann man das sehr schön beobachten, wie die Tiere sich einfach hinsetzen und nichts tun. Weil der Körper das auch mal braucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher so der Typ, der eher unruhige Typ. Ja, es hat halt auch viel mit meiner Kindheit zu tun, aber ich bin eher ein Mensch, der sich wenig zur Ruhe setzt. Ja, also sehr viel, wirklich, wie ich erzählt habe, so eine Biete die ganze Zeit da am Rumfliegen. Also ich ruhe mich sehr wenig aus und das ist schlecht für den Körper. Der Körper braucht da schon Ruhe, und um sich zu regenerieren. Egal, ob man krank ist oder nicht, man muss sich auch ab und zu mal einfach hinsetzen und nichts tun. So, jetzt wurde ich von den Kindern nochmal kurz unterbrochen. Also, ich weiß nicht, wo ich war, aber ich hatte da, glaube ich, schon irgendwas erzählt mit Dysbalance im Körper, wenn da irgendwas herrscht, dann wird er krank. Bei mir war es jetzt beispielsweise der Fall, dass ich nächtelang am PC saß, wegen der Homepage und anderen Dingen im Internet, die ich zu bearbeiten hatte. Und nicht nur einmal war es dann 3 Uhr morgens und am nächsten Tag wieder sehr früh aufstehen. Das ist ja dann kein nächster Tag, das ist ja der gleiche Tag, nur 3 Stunden später ungefähr. Das war halt zu viel für meinen Körper, ja. Ich weiß, dass es zu viel ist, aber ich habe mir da so viel vorgenommen und will das dann noch hinkriegen, weil ich tagsüber einfach nicht an den PC komme, mit Familie und kleinen Kindern. Und dann habe ich wirklich nur nachts die Zeit. Und nachts, wenn dann die Kinder im Bett sind, bin ich dann so vertieft in dieser Arbeit und versuche so viel zu schaffen, dass es dann wieder 3 Uhr morgens ist. Und so habe ich jetzt gemerkt, das ist das zweite Mal, dass ich erkrankt werde, dass mein Körper dann einfach, das Immunsystem ist dann so geschwächt, weil einfach der Schlaf fehlt, die Erholung schläft. Und sobald dann jemand krank ist, stecke ich mich an. Ja, das ist die letzten 3 Jahre jetzt, also einmal passiert und jetzt das zweite Mal. Und da weiß ich, okay, ich muss jetzt einfach einen Gang zurückschalten, meinem Körper Schlaf geben und dann werde ich auch wieder gesund. Ja, einfach nur schlafen, viel sauberes Wasser trinken und dann werde ich wieder gesund. Aber nicht halt. So, liebe Leute, irgendwie werde ich immer wieder unterbrochen, entweder die Kinder oder das Telefon, irgendwas ist immer los. Ich denke, meinen Gedanken habe ich euch rübergebracht, was ich darüber denke, gesunde Ernährung und Gesundheit, dass es wirklich nicht nur an der gesunden Ernährung liegt, sondern auch viele andere Faktoren gibt, wie bei mir zurzeit zu wenig Schlaf. Wie ist es denn bei dir, wenn du dich gesund ernährst und mal krank wirst, gibt es da Probleme von anderen? Schreib mir das mal in die Kommentare. Und wenn du dich ungesund ernährst, was denkst du über Menschen, die sich gesund ernähren und krank werden? Hast du dann auch dieses Gefühl, ja, die ernährt sich doch so gesund, warum ist sie krank? Und wenn du so denkst, konnte ich dich jetzt aufklären, ja, verstehst du das, warum man trotzdem krank werden kann? Ja, schreib mir in die Kommentare, ich freue mich über jeden Kommentar, lese jeden Kommentar und werde auch jeden beantworten. Ich wünsche dir und jedem Einzelnen alles, alles Gute und wenn auch du gerade krank bist, dann wünsche ich dir gute Besserung und ja, bis bald. Tschüss.